Hey, was ist? Ja! Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei The Crew. Und wir befinden uns hier bei dem Backfelsen von Yosemite. Wieso heißt er so? Weil es ein Backfelsen ist und weil man da durchbackt oder weil er bei Yosemite ist. Hier bei Yosemite. Und wenn das gleiche Yosemite ist, das ich denke, dass es ist, dann waren oder sind, keine Ahnung was, ich verfolge das nicht so wirklich, sind da ungespielt Sarazar und keine Ahnung wer alles dort gewesen. Und deswegen mache ich einfach ein Video davon. Außerdem wollte ich den Backfelsen von Yosemite zeigen. Und nach dem Namen zufolge ist es ja ein Backfelsen. Und deswegen kann man da drin auch backen. Aber nicht das Backen, dass man denkt, dass man backen kann. Und wieso geht das nicht? Wahrscheinlich kann man nur von da oben reinfahren. Ich habe es jetzt auch auf meinem Computer noch gar nicht ausprobiert gehabt. Wenn das nicht gehen sollte hier, dann frage ich meinen kleinen Bruder, ob ich... Ah, doch. Es funktioniert natürlich. In den Backfelsen stehen auch schön gebackene Bäume drin, wie es sich für einen Backfelsen gehört. Und das Besondere an den Backfelsen ist... Nein, das ist nicht das Besondere. Okay. Ist ein bisschen schwierig, da hochzukommen. Muss ich mich nochmal da oben hinporten. Ihr werdet ja sehen, was das Besondere an diesem Backfelsen ist. Außer, dass man drin rumbacken kann. Das Besondere werdet ihr sehen, wenn ich oben angekommen bin. Wenn ich es denn schaffen werde. Weil es ist ziemlich schwierig, da hochzufahren. Deswegen habe ich auch meinen Buggy genommen, mit dem das eigentlich am besten gehen sollte. Buggy habe auch nicht ich geholt. Mein kleiner Bruder geholt. Alles in einem einmal spielen. Hat er den Buggy geholt, hat er mir ewig viele Autos geholt und hat... Ach, nee. Warte, dann porte ich mich mal hier hin. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Oder auch nicht. Okay, nochmal von neuem. Ich werde wahrscheinlich die Zeit einblenden, an der ich es geschafft habe. Dann könnt ihr da hingucken. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen... Der Backfelsen von Yosemite ist ein einzigartiges Spektakel, das man nicht verpasst haben sollte. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so gemacht ist, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht mit Absicht gemacht. Das sollte ja in keinem fertigen Spiel drin sein, dass man einfach in den Felsen reinfahren kann, so wie hier. Und dann das machen kann, was ich gleich machen werde, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe, da oben anzukommen. Ist nämlich ziemlich schwierig. Muss man nämlich Geduld haben und das habe ich nicht. Und man darf nicht zur Seite runterfallen. So wie ich immer. Na! Mann! Ich fall immer nach rechts runter. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter links fahren. Hä? Okay, wir müssen weiter drüben rein. Das ist immer so eine Sache mit diesen Backfelsen. Da muss man immer gucken, wo man lang fährt. Manchmal kommt man rein, manchmal kommt man nicht rein. Das ist immer so eine Sache, meinte ich. So, aber hier müsste es eigentlich gehen. Also wirklich. Gerade eben ging es doch noch. Vielleicht hier? Ja, doch. Okay. Wenn ich es bei dem Versuch nicht schaffe, dann sei ich verflucht von dem Backfelsen von Yosemite. So, mal sehen. So, und jetzt wirklich mit... Ganz viel Gefühl, ganz langsam da hochfahren. Aber ihr müsst wirklich zugeben, dieser Buggy ist ein 1A Rallye-Wagen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe den gezeigt, oder? Ich habe den in meinem Video gezeigt, wo ich meine Autos gezeigt habe. So. Und jetzt müsste man eigentlich... Ja, nee, hat nicht funktioniert. Schade. Normalerweise backt man da ziemlich schnell raus. Warte, ich probiere es jetzt nochmal geschwind. Normalerweise haut es da einen mit 500 km/h oder so raus. Wieso das jetzt bei mir nicht geklappt hat, weiß ich nicht ganz. Könnt ihr mal selber ausprobieren. Bei meinem kleinen Bruder klappt es eigentlich immer. Der backt da einfach durch und den haut es dann mit 500 km/h, glaube ich, raus. Mit dem Wagen hier auf jeden Fall. Ich war nicht dabei, hat er mir auf jeden Fall so erzählt. Und das will ich jetzt eigentlich auch gerne mal hinbekommen.
So, und jetzt... Hey, es kann doch nicht wahr sein. Warte, vielleicht muss man nicht an der Stelle rausbacken, sondern weiter vorne. Ich probiere es nochmal. Und weiter geht's. Also, mal sehen. Und wenn es da nicht geht, versuche ich einfach mal woanders lang zu fahren. Ob es dann irgendwann geht. Weil es schon was Cooles, mit 500 km/h durch die Welt zu fliegen, nicht zur Seite runterrutschen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, warte mal. Ich probiere es jetzt woanders. Und zwar fahren wir jetzt mal dorthin lang. Weil da vorne hört der Berg dann auch irgendwann auf und da müsste man ja eigentlich auch rausbacken können. So, jetzt warte mal. Hier vorne sind wir doch auch am Ende von dem Backfelsen von Yosemite und uns haut's innen gegen eine Wand. Ah, wir stehen schon wieder da. Okay, wir probieren es jetzt nochmal ganz normal. Da hochzufahren, schnell da rauszubacken. Wenn es nicht funktioniert, tut es mir leid. Es hat mal funktioniert, es funktioniert anscheinend nicht mehr. Aber normalerweise sollten die ja eigentlich nicht fixen, dass man da nicht mehr mit 500 km/h rausfliegen kann, sondern eigentlich sollte man ja denken, sie sollten gucken, dass man da überhaupt nicht mehr reinfahren kann. Immer eine heikle Geschichte, hier hochzukommen. Aber wenn man es dann mal geschafft hat... Warte, ich guck jetzt mal. Ich bin jetzt hier. Okay. Okay. Ja, also wir sollten jetzt Gas geben, würde ich sagen. Hey, was ist... Ja! Und das meinte ich! Und das meinte ich. Also spektakulär, würde ich mal sagen. Also wenn das kein Like verdient hat, dann will ich sterben. Aber somit nicht genug. Ich würde jetzt einfach mal gerne den steilsten Berg in diesem Spiel erklimmen. Wenn ich noch weiß, wo der ist. Der war doch irgendwo hier unten. Nee.